So. Ja, mal gucken, welcher Expo noch nicht braun ist, weil braune haben ja schon ein Bett. Stone, Kid Howler, Expo. Oh, der eine ist mit einem Mechanik verheiratet. Ist mit Chris verheiratet sogar. So. Also Chris, wenn du das hörst, freu dich, du bist bereits verheiratet. Und einer meiner Stormcrafter auch. So. Nein, ich will das meinem General geben. So. Assign Bett. Dog, Poor, Farmer. Beim General habe ich nämlich noch gar kein Bett zugewiesen gehabt. Expo, Fischer ist auch. So. Assign Bett. So. Damit wenigstens beide Expo-Zwerge schon mal ihr Reich haben. Bone Howler Kit, Fish Cloth Glass Bone Kit. Der Expo hat bereits. Ah, da sind die letzten beiden Expo. Habe ich die Betten jetzt nicht vergeben? Doch. Expo, so, der letzte Expo-Zwerg. Dann haben die wenigstens schon mal feste Schlafzimmer. Und müssen sich nicht mehr darüber aufregen, dass sie öffentliche Schlafzimmer benutzen müssen. So. Die sind gerade eben beim Sparring. So, wieder zum Eingang. Nach den Goblins gucken. Sieht okay aus. Hier haben sie sich noch nicht zur Arbeit gemeldet, meine Miner. Ja gut, die sind beschäftigt. Es werden ja immer noch Items gedumpt. Da fällt mir gerade so mal auf. Rebarrow. Ah doch, sind drei und drei. Und hier? Sind auch drei Rebarrows. Ja, das könnte auch mal wieder gemacht werden. Kuh. Wurden Rebarrow. Machen wir mal 12 Stück, dann habe ich wieder für genügend Stockpiles Rebarrows über. So. Oh, hier muss ich aufpassen. Hier geht nämlich mein Weg runter zum Refuse Stockpile. Das heißt, ich kann ja hier schon mal planen. Kann ich ja schon mal. Da machen wir drei Wände Abstand. So. So, zwei war der Mittelgang. Dann wieder da. Und wieder zwei der Mittelgang. So. Und das mache ich schnell mit der Maus. Achso, ja, ich muss ja noch hier weg. Hier weg, hier weg, hier weg. Das war jetzt falsch. Hier weg, hier, hier und hier. Da und da, da und da. Das war auch wieder eins falsch. So, 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 so. Genau, dann hier die Räume. Und ja, für normal sterbliche Zwerge reichen so kleine Räume. Den können wir dann zur Not da noch neben dem Kabinett, was sie auf jeden Fall brauchen für ihre Klamotten. Oh, das war falsch hier. Ups.
So, das war falsch hier, sondern hier so. Ja, da haben wir hier schon mal nochmal 20 Räume für Zwerge. So viele brauchen wir dann eigentlich gar nicht. Ich glaube, wir brauchen auch nicht so viele Nobelräume. Aber trotzdem ist gut, sie zu haben. Mal kurz gucken, was machen meine Masons? Die trinken. Können sie ruhig, habe ich nichts dagegen. Die sind fleißig beim Trainieren, das finde ich schön. Vor allem, sie benutzen auch die Shooting Range mal ordentlich. Haben sie hier oben überall schon Türen? Ja, haben sie. Sehr gut. Warum schläfst du da in einem Bett? Du bist doch ein Kind. Okay, ich glaube, die haben noch nicht ganz mitgekriegt, dass diese Zimmer besetzt sind. Barracks, Dormitory, Assign Bed, Resize Room, nö. Ups, das war falsch. Jetzt habe ich einen meiner Crossbow-Zwerge wieder rausgeworfen. Aus Versehen. Kein Problem, den packe ich gleich mal wieder rein. Expo. Da. So, jetzt nochmal drüber gucken. Hat jeder Expo ein Bett? Da ist ein Expo drin. Da ist ein Expo. Da ist ein Expo. Da und da. Da ist mein General drin. Da ist ein Expo, noch ein Expo, noch ein Expo und noch ein Expo. Gut, die Expos haben Betten. Gut. So, gucken wir mal, ob da unten langsam ausgeräumt ist. Nein, noch nicht ganz. Aber wir können schon mal Workshops hier platzieren. Und zwar einen Lederer, beziehungsweise zwei Lederer. Und zwei, wo sind sie? Clothiers Workshops. Ah ja, K. Zwei Clothiers Workshops. So. Loom. Loom war der Webstuhl, gell? Quern und Millstone sind die beiden Sachen fürs Mehlmalen. Boyers Workshop habe ich da oben zwei Stück. Carpenter ist klar. Metalsmith und so weiter kommt dann weiter unten. Jeweler und so kommt in das da unten hier rein. Crafts Dwarfs Workshop, Siege Workshop, Mechanic, Still, Farmers Workshop. Kitchen, Fishery, Ashery, ja, Loom. Oh. Looms kommen dann mal hier drüben hin. So. Jetzt lass mich mal kurz gucken. Das ist der Crafts Dwarfs Workshop. Wir können Shells. Decorate Shell, make Shell Crafts. Shell Leggings, Shell Gauntlet, Shell Helmet. Heck, ich kann was mit Shells dekorieren? Decorate with Shells. Nein, das will ich nicht. Cancel. Also ich kann Horn Crafts, Ivory, Yarn Crafts, Silk Crafts, Cloth Crafts. Nee, halt, das war falsch. Stop Remove. So. Ich hätte gerne, dass du mir wieder einfach nur Rock Crafts machst. Rock Crafts, repeat. So. Für eine Weile. Das heißt, ich brauche da oben auf jeden Fall noch zwei Crafts Dwarfs Workshops. Die können jetzt auch schon mal gebaut werden, denke ich. Und zwar einen für Woodcraft und einen für Bonecraft.
hier werde ich dann auch irgendwann, wenn die Steine mal weg sind, ein bisschen umdisponieren. Wer wird eigentlich für eine Loom gebraucht? Needs Weaving. Ah ja. Das heißt, meinen Clothmakern muss ich noch Weben als Dings geben. Und ich habe mal wieder vergessen. Ah. Die ziehen sich zu. Die haben sich gerade zurückgezogen. Das finde ich sehr, sehr nett von euch, dass ihr euch einfach mal so zurückzieht. Ja, jetzt weiß ich, warum sie sich zurückgezogen haben, weil meine weil meine Hobbys am Start sind. Mist, mir fällt's irgendwie, sind jetzt gerade die richtigen Worte nicht eingefallen. Requested Händler und Crafts. Ja, meine Crafts gehen langsam alle, nämlich. So. Gut, hier wird jetzt der Seitengang ausgemeinert, mein Fallengang. Dort kommen dann zuerst Käfigfallen hin, dann kommen da andere Fallen, Waffenfallen hin und dann kommen dann irgendwie, ja, und dann nochmal Käfigfallen. Das, was überlebt hat, wird dann nochmal gefangen. Ansonsten sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wie weit sind wir eigentlich hier von unten entfernt? Na, das dauert noch eine Weile. So, aber jetzt, wo die weg sind, kann ich mal DH Channel Befehl geben. Jupp. Einfach mal 3 breit hier vorne. Ein Channel-Befehl, so. Dass mir hier schon mal der Burggraben gemacht wird. Ach, und wenn ich es recht bedenke, channeln wir mir hier auch noch gleich mit, so. Da wird da gechannelt, dann kommt da eine neue Brücke drüber. Wieder eine Zugbrücke, die sich hochzieht, hierher. So kann ich meine Leute auf jeden Fall drinnen behalten und habe auch noch Zugang zu meinem Refuse und allem, wenn mal Not am Mann ist. So, das wird alles schön weggechannelt. Und sobald der Gang ausgehoben ist, werde ich hier auch diese Grube noch auschanneln, damit die Goblins, will ich schon sagen. Ich habe zu viel Warhammer gespielt. Damit die Goblins wie sieht's aus mit meinen Sachen? Ah, Cabinets wurden gebaut. Okay, sehr fein. Oh, und der Ruhm ist. Ist der Ruhm fertig? Nein, er ist noch nicht ganz fertig. Gut, also Build. Cabinets waren. Ach, jetzt suche ich sie einfach mal. Cabinet. Statue. Cabinet. Da. So, Cabinet. Und noch ein Cabinet daneben. So. Und ein. Nein. Ein Armor Stand kommt hier in die Ecke. Und ein Weapon Rack war, glaube ich, er. Genau, kommt hier in die Ecke. So, dann haben wir doch schon mal Nobles. Du wirst langsam mittlerweile auch wieder Quarters. Ja, der braucht noch ein Decent Office.